Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir haben schon wieder einen eingehenden Anruf. Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Entschuldigung, ich muss mal kurz mich mit der Grafiken, mit den Grafiken nochmal anfreunden. Nee, nicht Kalibrierung. Stellen wir es halt nur auf hoch. Auch gut. Nee. Geschnappt. So. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die ja, ihr redet einfach mal weiter und wir waren letztens dabei stehen geblieben, dieses Gebiet zu befreien. Liege ich da richtig? Ja, ich liege dort richtig. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns zuerst um die alten Minen. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Ich bin so blöd immer noch. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben, aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra. Ja, wer ist sie? Wir kümmern uns später darum. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Jetzt wirst du sterben, du Arschloch. Ich hab grad andere Probleme. Nein, ehrlich, ich habe gerade noch Probleme. So. Und dann rennen wir mal ein bisschen im Kreis. So. Oh nee, schon wieder das allgemeine Problem. Gib mir nur gerade sehr dolle auf den Nerv. Auf dolle Nerv. Gut, dann nicht. Ich gib mir gerade nur sehr dolle auf den Nerv, deswegen. Hab ich keine Ahnung, warum das gerade so minimal vor sich hin ruckelt ein bisschen. Naja. Leben wir mal mit, dass es ruckeln will. Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Andermal. Ein andermal, aber nicht jetzt. So. Das tat minimal weh. Also, tat gar nicht weh. Genau. Ich bin gerade wieder da runtergefallen, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Nee. Ja, wenn wir jetzt die Straße lang gehen, müssen wir eigentlich auch da ankommen. Machen wir das. Auch gut. Nehmen wir halt den umständlichen Weg. Ich wollte eigentlich nicht den umständlichen Weg nehmen, aber wenn mir nichts übrig bleibt, dann nehmen wir den umständlichen Weg. Ja, ich will erst die Insel erkunden. Ich weiß. So. Da drüben. Ich wäre aber erst noch hier oben. Von hier oben aus sehen für mich nämlich das Gefühl, dass ich da eher was erreichen werde. Nee, wir gehen nicht damit. Oh. Leute. Lass den auch raus hier. Das war höchstwahrscheinlich das Auffälligste, was ich getan habe. Naja, lassen wir es dabei, dass es auffällig war.
Ja. Weg. Ha. Scheiße. Scheiße. Hinter dir. Wir kommen aus Westen. Kommen aus Westen. Schön. So, mal kurz wegen nach oben, ne? Miezekatze. Ich behalte dich mal im Hinterkopf. Da kommen sie. Wieso wollen da noch mehr Leute kommen? Bin jetzt schon überfordert. Ja, miese Katze. Keine Ahnung, wo ich hinziehe. So, kurz mal nachladen. Gib mir mal eine Sekunde. Au. Na, kommst du? Doch. Was ist das denn? Super. Gut. Ja, so viel dazu. Lad mal kurz nach. So. Gut. Ich nehme mal mit. Gute Arbeit. Aber es ist immer noch mehr zu tun. Ja, ja, ich suche nur die Leine. Finger, merkt ihr, dass dieser Trigger nicht dafür gedacht ist, schneller zu laufen. Nicht bei Assassin's Creed. Jo, das nehmen wir mit. Ups. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Jo, zeigt mir an, dass ich die Karte bekommen habe. Und ein leeres Feuerzeug. Wer ist der Mann? Ich. Und $20. Gut. Das ist die Karte. Gut. So. Abgelehntes Patent Nummer 2. Sonst haben wir nichts weiter. Gut. Interagieren wir nochmal. Wunderschön, kann ich. Wenn ich mir aber nicht kaufen. So. Als nächstes. Hätten wir das. Das heißt jetzt nach hier.
hinten. Und dasselbe nochmal machen, nachdem wir uns natürlich den Munition vollgestopft haben. So. Versteht sich. Jetzt geht's los. So. Ja, jetzt geht's los. Und zwar geht's los nach da hinten. So. Ich sitze hier alle so schön. Okay, Frage. Wie kommen wir am dümmsten jetzt dahin? Erstmal die Hauptstraße lang und dann da hoch, ne? Machen wir mal. Einfach die Hauptstraße folgen. Sollte ja nicht allzu schwer werden. Sagte sie und wurde angegriffen. Wäre nur das Normalste der Welt. Einfach das Schwarze drauf fahren hinterher, ne? Ja. Es ist ja noch mal gut gegangen. Es hätte nämlich auch nie so gut enden können. Naja, das ist gut. Das ist war gut, also kein Kommentar mehr dazu, ne? Gut. Schnellsten Weg dahin. Hallo Leute, ihr seid mir gut gesinnt. Finde ich super. Lalala. Diese Laufwege sind auch immer wunderschön. Muss ich sagen. Davon ausgehen, dass ich gerade noch immer noch total müde bin. Dadurch, dass ich gerade 2 Stunden Assassin's Creed aufgenommen habe. Wo ich die größte Zeit nicht mehr reden konnte, weil so viel verdammter Dialog war. Aber naja, ich beschwere mich nicht. Ich wollte es ja aufnehmen. Ich wollte ja und wollte auch sofort danach jetzt Far Cry aufnehmen. Ich habe sonst keine Probleme. Gut, da ist mein Problem gerade abhanden gekommen, dann gehe ich mal weg. Naja. Sniper rausholen. Und von einem wunderschönen Punkt aus, in dem uns nicht so viele Leute sehen. Hier zum Beispiel. Kamera rausholen. Nicht in der Lage sein, diese Kamera zu verwenden. Ach so, das war der wunderschöne Ort, in dem es so viele Hundis gab, so wenig Menschen. Wisst ihr was? Einmal im Leben will ich nie auffällig sein. Und einmal im Leben bin ich es auch nicht. Ah. Alter! Ja, du mich auch.
Heil dich mal kurz. Nachladen können wir später auch noch. Ich sehe dich gerade nicht. Wo bist du? Da unten. Na, geh. Gehst du mal? Stopp endlich. Tschüss. So, hätten wir das geklärt. Au. Einer. Mal kurz nachladen, wenn wir schon mal dabei sind. Das hat ganz schön Boom gemacht. Naja, passiert. Interagieren. Mal. Ja, als ob das passieren würde. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. So. Und Geld haben wir auch gefunden. Und die nächste Speicherkarte. Jo. Nächstes. Munition. Stuff verkaufen. Und das Teil befreit haben. Müssen wir wieder ablatschen alles, ne? Freude hält sich in Grenzen. Ich mache mal eine kurze Pause. Hab zwar gerade erst angefangen, aber trotzdem. Und wir sehen uns gleich wieder. Oder hören uns. Und stören uns.